Willkommen zurück, meine Amigos und Amigas, hier bei Far Cry 6. Und ich habe schon lange dabei nicht mehr gespielt. Jetzt habe ich auf YouTube gemerkt, falls ihr mein Let's Play verfolgt habt, dass ich seit einer langen Zeit nicht gespielt habe. Ich habe wieder richtig Bock. Ich war in dem Dorf, weißt du, das mit den alten Hasen. Ich liebe es, ihnen Sachen zu liefern und ihre Geschichten von der alten Revolution zu hören. Als ich letztes Mal dort war, war das Dorf leer. Sie waren weg. Alle. Ich glaube, sie haben Sachen dagelassen, also absichtlich, aber ich konnte noch nicht herausfinden, wie ich da dran komme. Ich fahre nach meiner letzten Lieferung morgen nochmal hin und versuche es wieder, Santiago. So, eine neue Schatzsuche aufgedeckt. Wir sollen jetzt mit El Tigre sprechen und ich überlege gerade, ob wir das jetzt eben mal schnell machen. Sieht die so ein bisschen gequält aus. Als wird die gezwungen, hier Flöte zu spielen. Ja, ich bin ein Baby-Tigre. Aber erstmal lese ich das hier. El Tigre. Ich bin Reinaldo Alvarez. Ich schreibe dies als Hilfegesuch an eine Legende. Chicharron ist unersättlich. Er kämpft mit der Willenskraft von 10 Männern und nur das Blut von Soldados kann ihn besänftigen. Ich habe Angst, dass der Zorn, der ihn antreibt, alles und jeden in seiner Umgebung in einen niemals endenden Strudel der gewaltsamen Rache hineinzieht. Meine letzte Hoffnung ist, dass du zu Chicharron durchdringen kannst. Triff dich mit ihm auf dem Schlachtfeld als ebenbürtiger Gegner und zeigt ihm, dass es noch einen anderen Weg im Leben gibt als den der Gewalt. Ich bitte dich, mach dich Richtung Südosten zu meiner Finze auf und rette meinen engsten Freund vor dem blutrünstigen Untergang. Punkt. Dann beißt die Zähne zusammen. Cool, ich kann keinen Junkie in meinem Lager gebrauchen. So. Dann sprechen wir mal kurz mit ihm. Diese medizinischen Vorräte helfen uns, viele von der Guerilla wieder zusammenzuflicken. Gracias. Lucky weiß sie auch zu schätzen, selbst wenn sie es nicht zeigt. Und es war klug, La Moral mitzubringen. Dieses Lager braucht frisches Blut. Jetzt müssen wir an Lorenzo arbeiten. Die Hälfte der Abuelos hier hängt an seinen Lippen. Conron meinte, Lorenzo müsste nur mal eine Bio-Wiederanlage besuchen. Aber bring Lorenzo mal dazu, irgendwas zu tun. Das ist wie ein Laster durch den Schlamm zu ziehen. Seitwärts. Ich werde ihn ein bisschen daran erinnern, wofür wir mal gestanden haben. Und du bringst Bio wieder zu ihm. Du musst nur reinschleichen, Fotos von allem machen, was verdächtig ist, und abhauen. Für eine sogenannte Forschungseinrichtung haben die viel zu viele Waffen pro Laborkittel. Die haben was zu verbergen, Baby-Tigre. Und wir werden es Lorenzo ins Gesicht klatschen, was es auch ist. Okay, dann machen wir das nochmal. Ich hoffe, du kannst mit Kameras umgehen. Was sagt ihr Kids heutzutage? Kein Filter? Oh Mann. Jetzt haben wir so schöne Boomer-Momente. Ich weiß nicht, ob es peinlich ist oder ob es nett ist, aber ich weiß halt nicht. Keine Ahnung, ob ich es peinlich finden soll oder ob ich es süß finden soll. Halt's Maul. Bist du mit denen fertig? Ja, bin ich. Und ich mache jetzt erstmal Mission für die. Ich flieg mal so weit es geht. Ich hab ja einen coolen Helikopter. Der hier. Der ist richtig cool. Den will ich haben. Wir müssen auch noch alle Fahrzeuge besorgen, ne? Weil wir 100% machen. Oh, das sieht so hübsch aus hier, ne? Also richtig schön viel Landschaft und so. Richtig cool. Ja, dieser Part wird mal wieder Copyright-Claim sein. Das heißt, wenn ihr Video Werbung seht, dann liegt das nicht an mir, liebe Freunde. Ich ziehe euch kein Geld aus der Tasche. Ich bin doch schon gelandet. Ich bin doch schon längst gelandet, Mann. Conron, ich stehe hier vor einer Kirche in... Savannah. Die Basilica de la Virgen. Wir sollten ihren Geburtstag feiern. Die Kirche ist 100 Jahre alt. Ich sehe hier nirgends ein Fest. Castillo hat die Renovierung gestoppt. Ein paar korrupte Priester und zack, alles vorbei. Oh Mann. Ich wurde dort getauft. Eine Menge fieser Yankee-Priester waren auch dort. Come mierdas. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass so lange
kein Far Cry kam. Kommt jetzt hoffentlich wieder regelmäßiger. Also ich versuche das jetzt durchzuziehen tatsächlich, also heute und morgen. Mal sehen, ob das klappt, das heute und morgen durchzuziehen, das Spiel. Hola. Vielleicht noch nicht 100%, aber zumindest die Story schon mal durchzuhaben. So. Irgendwo hier oben muss doch die Kiste sein. Bin ich dumm? Vermutlich. Vermutlich bin ich dumm. Hat sie vermutlich schon gesehen, nur. Nee. Ist sie vielleicht doch drin oder so? Oder noch weiter oben drauf? Aber das kann. Doch, da oben ist was drauf. Wie kommen wir da hoch? Ist sie kein Ort, um sich anzuhaken oder so, oder? Nee. Also ich wüsste Wege da hoch, indem er auf den Berg zur Seite geht und so und dann. Vielleicht kann man von dem hier rüber auf die andere Seite. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Weg nach oben. Nö. Oh jetzt. Kann man in die Quäscher hier rein? Nö, kann man nicht. Hey Hundi. Bravo. Also wenn dann nicht hier. Vielleicht irgendwo anders, aber. Mal schauen. Ne, aber ich sehe hier nichts. Satz mit X, das war wohl nix. Oder ich bin zu blind, aber ich glaube, da oben drauf ist die Kiste, aber ich weiß halt nicht genau, wie ich dran komme. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, mit dem Fallschirm dahin zu fliegen, aber. Na, ich glaube, wir schaffen das schon auch irgendwann. Vielleicht gibt es ja auch eine Mission oder so. Wo er da hochkommt. Schauen wir da mal. Wir müssen auf jeden Fall weiterfahren, deswegen nehmen wir uns jetzt die Karre hier. Natürlich könnt ihr auch meine schöne Karre rufen, aber wenn die hier schon steht, dann nehme ich die doch einfach mal eben. Und Hundi, komm jetzt bitte hierher. Oh, ist ja schon drin. Wunderbar, Hundi. Dann fahren wir mal los, nicht wahr? Undos Trans. Copyright Claim, Copyright Claim, Uno der Stress. Tja, tja. Da. Ich kann es nicht übersingen, es funktioniert nicht. Er kennt das Lied trotzdem und meint dann irgendwie, er müsste alles Geld von 0 Cent, was ich normalerweise verdiene, pro Video, an irgendwelche Musikproduzenten abgeben. Wen? Sie heißt Gabriella und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht. Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Yara verlassen wird. Danach kam Gabriella nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Das ist kein Jahr. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert ist. So. Dann wollen wir das Ding doch mal hier komplett auseinandernehmen. Wollen wir mal sehen. Ich hoffe nur, dass ich heute wieder keine Soundprobleme habe. Letzten Streams hatte ich immer wieder Soundprobleme. Ich habe jetzt extra den Rechner frisch neu gestartet. Es gibt hier leider keinen Advantage Point irgendwie in der Nähe, so wie ich das sehe. Ist das richtig? Es gibt keinen Point, wo ich irgendwie mal ein bisschen drüber schauen kann. Ich sehe, dass da vorne eine Kamera ist. Ist das eine Kamera? Ich glaube schon. Weiß nicht, ist das eine Kamera? Keine Ahnung. Offensichtlich aber nicht, sonst würde es ja schon längst markiert worden sein. Ich sehe dich, Ingenieur. Da ist ein Turm. Und da kann man schon mal reingucken. Mit X war das mit der Kamera, ne? Ja. Was ist das für ein roter Rauch?
Ah, hier wird auch dieses Zeug hergestellt, ne? Mit dem die die Felder düngen. Sanitäter. Ich muss ja erstmal nur nach da vorne, ne? Mist. Jetzt wissen die wieder, wo ich komplett bin. Leider. Sag schon, sie wissen, wo ich bin. Tote können in dem Spiel sprechen, leider. Dieser Lama aufhören. Schade, ich kann ihn nicht von hier erschießen. Scheiß Helikopter. Okay, das wird jetzt ein bisschen tricky. Ich kann nicht mein Ding starten, meinst du, Primo? Moment, habe ich nicht was anderes? Okay. Wo ist er? Komm. Bei Helikopter. Ja, der ist eigentlich tot. Hat schon lange genug gedauert. Ich glaube, jetzt können wir runter ohne große Gefahr. Ja, Fotos machen. Durchsuche die Bio-Wiederanlage nach Hinweisen. Mit X kannst du das Handy herausholen. Nimm dein zieh das Visier und mach ein Foto mit der linken Maustaste, okay. Weiß ich Bescheid. Was passiert denn jetzt hier? Lassen hier Wasser ab oder was? Aber nicht aus dem Fluss oder also.
Wow, 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 hau ab, bitte. Gar keinen Bock auf dich. Das war ein Kopfschuss, Mann. Puh. Kann nicht mehr über die Deckung gucken. Ich höre jemanden. Oh. Shit, der kommt hier hoch. Der war schon tot. So. Hier ist ein bisschen mehr Ruhe. Ah, deswegen haben wir Wasser abgelassen, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, mir wird schlecht. Castillo, du beschissenes Monster. Mhm. Ich brauche mehr Bilder. Dass ich jetzt gerade den Kopfschuss nicht getroffen habe die ganze Zeit. Das war ein bisschen peinlich. Menschen natürlich. Was denn sonst? Werden da gerade Leute drin gefressen oder was? Die Leute sind krank. Schwer krank. Das muss Gabriella sein. Ja, Gabriella ist tot. Sie diesen armen Leuten an. Ich brauche mehr Bilder. Das ist es, was sie mit all den Parias machen? Tja. Widerliche Leute, ne? Kann man nur hassen, diese Menschen hier. Diese verfickte Satellitenstation macht Einsätze 10-mal schwieriger. Dieses Ungeheuer ist der Schlüssel zu einem fortschrittlichen Kommunikationsnetzwerk und gleichzeitig leicht anzugreifen. Die Station liegt weit ab vom Schuss und ist nicht voll besetzt. Wenn du abenteuerlustig bist, geh Nordosten von Sierra Perdida in die Nähe des Rahe-Plateaus. Wenn wir diese Basis einnehmen, haben wir El Este schon halb befreit. Werde ich machen. Was geht hier nur vor sich? Widerliche Dinge. Das kann ich auf jeden Fall schon mal festhalten. Widerliche Dinge. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass hier widerliche Dinge vor sich gehen. Mal gucken, was hier drin ist. Die Geräusche kamen von da drin. Ich habe kein gutes Gefühl an diesem Ort. Gut, der Doktor ist ja schon tot. Dr. M. Engele. Der ist ja schon weg. Da sind irgendwelche medizinischen Geräte. Ich will medizinische Geräte. Okay, ich nehme an, wir können hier durch die Tür durch? Nein. Habe ich falsch angenommen. Passiert schon mal. Aber irgendwo müssen wir hier reinkommen. Von oben? Von hier? Nein, von oben anscheinend. So wie es ausschaut. Wir nehmen auch die Mediziner vorne mit. So. Ganze Krebsbehandlungsschwachsinn. Was tun sie diesen Leuten an? Das sollte reichen, um Lorenzo zu überzeugen. Was für widerliche Leute. Und ja, da sind neue Gegner aufgetaucht, gerade sehe ich. Gerade respawnt die Gegner. El Tigre, ich habe die Bilder.
Du glaubst nicht, was sie unseren Leuten antun. Das ist schrecklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bring die Fotos zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass Lorenzo aufwacht. Ja, ist trotzdem traurig, dass wir die jetzt nicht retten konnten. Ich auch, wenn ich die nicht kannte. Aber hier ist eine Flugabwehranlage, die machen wir zuerst noch. Wir haben ja noch sehr viel zu tun an Lebenszeug. Wir sollten auch gleich mal irgendwie anfangen, Lebenszeug zu machen. Auch wenn ich letztes Mal gesagt habe, wir machen jetzt stringent die Story durch, aber ich will auch rumfliegen können und so. Nee, ihr wisst doch Bescheid, Mann. Ist doch viel angenehmer für die Mission, wenn man rumfliegen kann, oder nicht? Das ist mir ehrlich. Ich weiß aber immer nicht, wo die Ausdauer angezeigt wird. Die Gelia braucht Hilfe. Ich bin wohl einfach dumm. Ich bin wirklich einfach dumm, denke ich. Ich sehe einfach nicht, wo die Ausdauer angezeigt wird. Ah ja, passiert. So. Und ich hoffe für die Leute, die das jetzt hier gucken, die aber auch gerne so Sachen wie Sunhaven gucken, dass ihr gerade glücklich seid, dass es Sunhaven gibt. Und dass es gerade auch Moonglow Bay gibt. Kann ich jedem empfehlen, der auf Cozy Games steht. Wo man sich einfach mal ein bisschen zurücklehnen kann und entspannen kann. Moonglow Bay, echt gut. Was war das wohl? Ich glaube, das war ich. Wer wollte dir noch nerven hier? Könnt ihr mich einfach mal in Ruhe lassen? Er werft eben eure Granate. Alter, was ist hier los? Ich sehe halt nicht, wo die sind gerade. Ja, das ist ein Freund. Ich höre sie, aber ich sehe sie gerade nicht. Granate kommt! Granate kommt! Ich sehe nicht, wo er mich sieht. Ich bin gleich tot. Weil ich ihn nicht sehe. Was ist hier los? Ist der unsichtbar oder was? Ich glaube, meine Kameraden haben ihn umgebracht. Ich weiß, wo es gerade echt nicht, wo der ist. Ist ehrlich nicht. Ah, einfach überspringen. Schön. Gut, das Ding kann man wohl auch wieder zurück zur Basis bringen, um Ressourcen zu bekommen. Wie es ausschaut. Aber brauchen wir diese Ressourcen, ist halt die Frage. Eigentlich ja nicht, oder? Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich teleportiere mich dann lieber. Was ist eigentlich das hier für eine Mission? Das ist eine iranische Geschichte, okay. Na, lass uns mal schnell reisen. Wir waren nur Kinder, Eltiere. Lorenzo, ich habe Fotos von dem Ort gemacht, den Honron erwähnte. Man muss wischen. Nach links. Sehen Sie frei für dich aus. Mierda. Das ist das, wogegen Libertad und La Moral kämpfen. Man kann uns dafür hassen, aber wenigstens tun wir was. Niemand hat das verdient, Lorenzo. Das passiert überall in Yara.
Das kriegst du nur von diesem Berg aus nicht mit. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe nicht für Castillo gestimmt. Der Krieg ist vorbei. Das war Zeitverschwendung. Está bien. Du hast ihn erschüttert. Na gut, es ist erschüttert, aber wir müssen sehen, ob das auch was bringen wird. Aber die Erschütterung, ob das was gebracht hat oder nicht, das erfahren wir erst nicht im nächsten Part, sondern erst in ein paar Parts, weil ich jetzt erstmal loslaufe und Ich glaube nicht, dass Lucky Mama sich uns anschließt. Das ist scheiße. Komm her. Dabei muss die 67. Als ich so alt war wie du jetzt, lebte ich jeden Augenblick, als wäre es mein letzter. Im Kampf kocht das Adrenalin hoch und die Leidenschaft ebenso. Liebe in Zeiten der Revolution war wie die Schlachtfelder, auf denen wir kämpften. Kompliziert und in Rum getränkt. Ich habe die Herzen zahlloser Frauen verletzt, die in dieser Zeit mehr von mir wollten. Megelina, süße Megelina, ich habe ein Kriegsverbrechen an ihrem Herzen begangen. Sie war meine Erste. Als sie das Wort Liebe sagte, rannte ich davon. Ich war so ein Feigling. Heute, da ich mich dem Schaden stelle, den ich angerichtet habe, weiß ich, dass ich es wieder gut machen muss. Bitte, gib ihr diesen Brief von mir. Megelinas Verstand kämpft immer noch gegen Gabriel Castillo. Und vielleicht auch ein bisschen gegen mich. Ich wollte sie besuchen, aber sie hat eine Festung um ihr verletztes Herz errichtet. Vielleicht kann mein Brief das ändern. Ich weiß. Deine Güte ist die Sonne im Zwielicht meines Lebens. Auf bald. Wir brauchen sie Auf bald. Was? Ja. Auf bald, mein Freund, auf bald. Weil er Prepaid-Karten verkauft hat. Glamourös, oder? So. Für 100% müssen wir auch noch Fälle und sowas sammeln irgendwann. Das wird auch noch lustig. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Richtung hier rüber. Wir gucken uns jetzt hier einfach, oder wir gehen erstmal nach Süden und dann arbeiten wir uns das Gebiet hier so ein bisschen ab. Wir können ja hier eigentlich auch rumfliegen, aber rumfliegen ist das Problem. Rumfliegen hat immer den Nachteil, dass ich nichts aufdecke auf der Karte. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Hui! Mit dem Fliegen decken wir mehr auf. Also mit dem Wingsuit. Hier geht es ja gerade bergunter, also von daher können wir hier auch schön lang fliegen. Wingsuit ist schon geil hier, muss man schon sagen. Da unten ist auf jeden Fall unten ein Ausrufezeichen, aber ich glaube, das wird auch ein Typ sein, der auf dem Pfad wandelt und Informationen gibt. Wir erleben jetzt einfach wieder ein bisschen die Open World hier in der Gegend, weil ich die Gegend auch ganz cool finde. Sie ist so naturbelassen irgendwie. Klar, hier gibt es auch noch Straßen und ein paar kleine Dörfchen und sowas, aber sonst größtenteils ist das ganze Ding hier ziemlich naturbelassen. Hier ist ein Kran unten, okay. Interessant. Wir gehen jetzt bis zum Strand da vorne hin. Ist das ein Lager? Ich glaube, das ist Yarabi. Ein kleines Dorf. Schatzsuche. Klingt genau von der Schatzsuche. Perfekt, oder? Aber diese Schatzsuche sehen wir erst im nächsten Part. Ja, da wisst ihr schon, beim nächsten Part gibt es Schatzsuche. Bis dann. Oh, das Telefonator muss noch an. Ich bin in einem kleinen Fischerdorf im Süden von El Este. Erzähl mir was. Yarabi. Damals, 1967, haben die Bewohner des Dorfes die Guerilleros versorgt, die sich in den Bergen versteckt haben. Jetzt ist es ausgestorben. Daran ist Admiral Benitez schuld. Sie schießt Löcher in Fischerboote. Wenn du mich fragst, hatten die den besten Fisch der Insel. So, das erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dann, haltet die unsteif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann, ciao!